Und wieder war ich auf Beutezug, diesmal in Kahl am Main, wo ich auf eine Vierertraktion von 100 Elfern gewartet habe. Kahl liegt an der Main-Spessart-Bahn zwischen Aschaffenburg und Hanau. Zur Einstimmung gibt's erstmal eine Aufnahme von der nördlichen Seite des Bahnübergangs aus gesehen. Diese ICE-3-Doppeltraktion ist übrigens in Richtung Frankfurt unterwegs, beziehungsweise in Richtung Hanau. Auf der anderen Seite des Bahnübergangs, hier fährt der Regionalexpress 55 nach Frankfurt ein. Der Regionalexpress 55 wechselt sich stündlich mit dem Regionalexpress 54 ab. Beide fahren nach Frankfurt Hauptbahnhof, der 55 allerdings südmainisch über Offenbach und der 54 nordmainisch über Frankfurt Ost. Auch der Bahnübergang möchte gewürdigt werden. Das Wetter war nicht unbedingt das Beste. Hoffen wir, dass es nicht zu schütten anfängt. Auf dem Gleis der Kahlgrund Verkehrsgesellschaft steht bereits ein Triebzug in Richtung Schöllkrippen bereit. Dorthin führt nämlich die Kahlgrundbahn und auf dieser verkehren DeSiro Classic-Triebzüge als Regionalbahn 56. Hier blicke ich übrigens in Richtung Nordwest, also Richtung Hanau. Während ich mich gerade noch auf bayerischem Staatsgebiet befinde, beginnt hinter der Weiche bereits Hessen. Mein Standort war nicht ganz optimal, aber ich war nicht der Einzige, der hier an dieser Stelle unterwegs war. Also machen wir das Beste draus. An dieser Stelle auch mal viele Grüße an die Mitarbeiter der Deutschen Post, die dafür sorgen, dass die Briefe und Pakete bei jedem Wetter bei uns ankommen. Hier haben wir wieder den RE 55 nach Würzburg.
gut gebremst. Schadet ja auch nicht, ein bisschen Zeit rauszufahren. Auf dieser Linie werden übrigens vierteilige Twindecks eingesetzt, bestehend aus zwei Triebwagen und in der Mitte zwei normale Wagen. Theoretisch könnten bis zu sechs Mittelwagen eingesetzt werden. Am Ende des Triebzugs sieht man übrigens eine Scharfenbergkupplung. Die Wagen untereinander sind jedoch mit herkömmlichen Schraubenkupplungen verbunden. Insgesamt sollen übrigens 12 Garnituren auf dieser Linie verkehren. Und nach einem kurzen Halt von ungefähr 40 Sekunden geht's dann auch gleich weiter. Ein kleiner Snack für zwischendurch. Eine 185 von Railpool. Als nächstes hätten wir die Regionalbahn 58 und die Hessische Landesbahn setzt hier Fahrzeuge vom Typ Coradia Continental ein. Die Regionalbahn kommt aus Laufach, fährt über Aschaffenburg, Hanau und Frankfurt bis Rüsselsheim. Und hier kommt die Regionalbahn 58 in der Gegenrichtung, also nach Laufach, quasi mit Standgas. Der Triebzug wird nämlich hier rausgewunken auf Gleis 1, denn gleich gibt es eine Überholung. Und hier hätten wir erneut die Regionalbahn 58 von Schöllkrippen nach Hanau, diesmal in einem besonderen Design.
was die Verbindung zwischen Hessen und Bayern unterstreicht. Sagte ich Bayern? Ich meinte natürlich Franken. Die Züge auf der Kahlgrundbahn werden übrigens auch Bembel genannt. So steht es ja auch auf dem grünen Teil des Triebzugs. Aufgrund der Nähe zu Hessen würde man vielleicht spontan an einen Apfelweinkrug denken. Aber das stimmt nicht. In manchen Regionen ist ein Bembel auch etwas, das umherschwingt, zum Beispiel ein Glockenschwengel. In diesem Fall geht der Bembel also auf das Läuten der Glocke an den Dampflokomotiven zurück. Die 111er lassen weiterhin auf sich warten und langsam wird es auch ein bisschen kalt. Hier hätten wir also den Regionalexpress 54. Wie gesagt, dieser fährt nordmainisch bis Frankfurt. Mittlerweile gab es auf Drehscheibe Online dann die Info, dass der 111er-Konvoi gar nicht heute fährt, sondern erst morgen. Nun, gar kein Problem, es war trotzdem interessant und dann komme ich eben morgen nochmal hierher. Gibt es also einen zweiten Teil? Nein, es geht nahtlos weiter. Bevor ich allerdings aufbreche, hier noch ein Autotransportzug mit einer Vectron der Eisenbahngesellschaft Potsdam. Mit einer etwas eigenwilligen Landkarte. Und noch ein Autotransport in die Gegenrichtung. Und es wurde Abend, es wurde Nacht, ein zweiter Tag. Viel Neues gibt es jetzt nicht zu sehen, deswegen beschleunige ich die Sache ein bisschen. Aber diesen Villa Rodé zeige ich natürlich in voller Länge, sieht man ja nicht alle Tage. Thank you.
Während die 111er immer noch auf sich warten lassen, versuche ich nochmal den Standort zu wechseln, aber meine Frau hält Stellung hier am Bahnhof. Die Westfrankenbahn ist jetzt auf dem Weg nach Hanau und dicht hinter ihr kommt schon ein Güterzug heran. Hier sieht man den Triebzug noch zwischen Groß-Krotzenburg und Groß-Auheim und soeben wurde der Streckenblock wieder frei. Hinter Groß-Krotzenburg wird der Güterzug dann die Strecke verlassen und über den Abzweig Rauschenwald fahren. Hier kann man leicht erahnen, wie der Zug das Hauptgleis verlässt. Ja, ich gebe ja zu, es gibt bessere Standorte, das zu filmen. Und dann verschwindet der Güterzug komplett. Das hier war eine Werkstattfahrt von 3 Desiro Classic. In Schöllkrippen gibt es ja eine Werkstatt, die von der Westfrankenbahn angemietet wurde. Und nun endlich, nach stundenlangem und sogar tagelangem Warten, das war ja mal eine schwere Geburt. Und bevor es heimgeht, noch ein Kesselzug, gezogen von einer Lokomotive der SBB Cargo.
Und das soll es dann für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.